Bevor das Video losgeht, noch was in eigener Sache. In meinem Online-Kurs am 19. November, wo wir diese besondere Kosmetiktasche mit dem Kork hier nähen, es sind noch ein paar Plätze frei. In dem Kurs enthalten ist das komplette Materialpaket und ich nähe live mit euch. Ich packe euch den Link zu meinem Online-Kurs mal hier unter das Video in die Infobox. Und willkommen bei mir zu Hause. Ihr wisst, montags gibt es oftmals ein kleines Projekt und heute habe ich ein kleines Kartenetui für euch und ihr braucht dafür nur ein Stück Stoff und zwei Nähte. Ratzifatzi genäht. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Mittlerweile hat man ja so viele unterschiedliche Karten und das Portemonnaie wird immer dicker. Und manche Karten braucht man ja nicht immer. Die kann man dann einfach hier in so ein kleines Täschchen outsourcen. Das Portemonnaie wird etwas dünner und übersichtlicher und trotzdem kann man hier das Kartenmäppchen immer mit in der Handtasche dabei haben und wenn man dann halt mal eine besondere Kundenkarte braucht, hat man sie hier gleich parat. Super easy, super einfach, ihr braucht nicht viel Stoff dafür und halt auch nicht viel Zeit. Also das ist wirklich mal in 5 Minuten einfach schnell gezaubert, gerade wenn man zum Beispiel noch eine Geschenkverpackung braucht für ein Geldgeschenk. Auch da eignet sich das kleine Kartenmäppchen für. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, gibt es heute wieder eine Farbexplosion bei mir im Online-Shop. Als ich vor 2 Wochen, glaube ich, die Trapez-Boxy-Bag genäht habe, die habt ihr ja gefeiert. Und da habe ich mal geschaut, wo ich denn besonderes Kunstleder bekomme. Ich bin fündig geworden. Ich zeige euch aber alle verschiedenen Modelle. Es gibt nämlich nicht nur das eine hier, gleich auch noch vom Nahen. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Es gibt ganz neue Nähsets zu dieser Trapez-Boxy-Bag. Hier bei dem Modell, was ich genäht habe, habe ich leider vergessen, hier hinten den Kunstlederabschnitt dran zu machen. Aber das ist in jedem Nähset mit enthalten. Zum einen habe ich hier das Nähset bunt. Da habe ich hier das schwarze Kunstleder mit den verschiedenen knallefarbigen Ornamenten drauf. Orange, pink, gelb. Und dazu habe ich den Innenstoff in diesem schönen knallegrün gewählt. Das findet sich hier wieder. Und zwar ist das ein Pixel-Innenstoff. Der Innenstoff ist nicht beschichtete Baumwolle, aber es ist ein wasserabweisender und abwaschbarer Innenstoff. Also wenn ihr hier Kosmetika oder so reinmacht, ist das gar kein Problem. Natürlich im Set enthalten ist auch noch dieser Kunstlederabschnitt, das Gurtband, der Endlosreißverschluss mit aufgefädeltem Zipper und auch die 4 Abschnitte, mit dem man dann im Innenraum die offenen Kanten zunäht. Also quasi wie so ein Schrägband, halt passend zum Innenstoff, so dass das kaum auffällt. Dann habe ich hier das dezentere Modell Pleck. Schwarzes Kunstleder mit diesen dunkelgrauen Ornamenten drauf und passend dazu der Innenstoff. Nur da sind die Ornamente halt wieder in Knalle bunt. Der Endlosreißverschluss ist in schwarz, das Gurtband ist in schwarz und natürlich hier auch der Kunstlederabschnitt. Also von außen sieht das dann etwas dezenter aus. Und natürlich auch wieder die 4 Schrägbandabschnitte. Bei dieser Kombination von dem Außenstoff und dem Innenstoff, der Innenstoff ist übrigens auch wieder dieser abwaschbare, wasserabweisende Stoff, benötigt es keine Flieseline, also es ist keine Decofil Light enthalten mit in dem Set. Dadurch lässt sich das Ganze einfacher nähen und die Kombination halt von dem Kunstleder mit dem Innenstoff bringt genügend Stand mit. Dann gibt es noch dieses wunderschöne Set Schmetterlinge. Und da sind die Farben nicht ganz so knallig. Senfgelb, Sandfarben, Hellblau, Petrol, die unterschiedlichen Blüten und Blätter.
und halt die Schmetterlinge. Dazu habe ich als Innenstoff gewählt hier diese petrolgrünfarbenen Blätter. Die Farbe findet sich hier wieder und es sind halt hier auch Blätter, genauso wie hier draußen, mit den roten Früchten. Der Reißverschluss ist in dunkelblau gehalten und das Gurtband ist in diesem Bordeauxrot. Das findet sich auch hier in einigen von den Blüten und auch Schmetterlingen wieder. Okay, und hier muss ich nicht wirklich viel zu sagen. Das ist wirklich mein absoluter Favorit. Dieses geniale Flamingo-Kunstleder. Die Grundfarbe hier ist nicht schwarz, sondern so ein Anthrazitgrau. Und dann sind noch in verschiedenen Grautönen diese Palmwedel hier drauf und dann natürlich rosa und pinkfarbene Flamingos. Der Innenstoff dazu ist natürlich auch passend. Rosa und pink, hier sind noch Herzchen drauf und auch so leicht goldene Akzente. Der Reißverschluss ist ebenfalls in so einem Grau-Anthrazitton, passend zu dem Kunstleder. Und bei dem Gurtband musste ich natürlich auch pink nehmen. Und natürlich ist auch noch in jedem Nähset eine Stückliste enthalten mit dem passenden QR-Code, der euch dann zu dem Tutorial-Video führt. Los geht's! Das kleine praktische Kartenetui ist 9,5 cm breit und 7 cm hoch. Hier vorne wird es mit einem Druckknopf geöffnet. Und dann befinden sich hier zwei kleine Fächer drin. Da könnt ihr zum Beispiel ganz normal Karten reinmachen. Und wie ihr seht, pro Fach passen locker zwei Karten rein. Ihr könnt aber auch Visitenkarten reinmachen. Oder es gibt doch mittlerweile die solche Geschenkgutscheine, die haben auch diese Kartenform. Könnt ihr reinmachen. Noch ein bisschen Geld dazu, wenn ihr was verschenken wollt. Und so habt ihr halt quasi den Gutschein oder ein bisschen Geld noch richtig schön verpackt. Los geht's! Ihr braucht gerade mal ein Stück Stoff. Ich würde euch eine Popeline empfehlen. Ein Jeansstoff oder ein Kunstleder. Das wird einfach mit diesen vielen Knicklagen viel zu dick, um da drüber zu nähen. Und ich habe meine Popeline mit der Flieseline H250 verstärkt, da es sonst zu lapperig ist. Also eine Popeline mit Flieseline H250 verstärken und das Stoffstück muss 52 cm lang sein und 14 cm tief. Ihr könnt auch 16 oder 18 cm nehmen, je nachdem wie groß ihr das wollt, aber das hier ist halt perfekt für kleine Kärtchen, also Geschenkkärtchen oder sowas wie die EC-Karte. Das passt hier schön rein. Dann würde ich euch noch raten, einen Stoff zu nehmen, der keine Musterrichtung hat, da wir halt hin und her knicken und auch rumknicken. Das heißt, dann kann es sein, dass das Muster dann irgendwo auf dem Kopf steht. Deswegen lieber ohne Musterrichtung. Von dem Ende, das hier wird dann in dem Täschchen verschwinden. Also das ist der Boden von der Tasche innen drin in der Innentasche. Und von dem Rand messe ich mir nun 6 cm und setze mir eine Markierung. Dann nochmal 6 cm und die nächste Markierung. Von der Markierung aus messe ich mir 5,5 cm. Wieder einen Strich ziehen und nochmal 5,5 cm abmessen und einen Strich ziehen. Also 6 cm, 6 cm, 5,5 cm, 5,5 cm. Dann knicke ich den Stoff einmal hier, mache quasi eine Bergfalte auf den ersten 6 cm, auf den zweiten 6 cm kommt eine Talfalte, dann kommt wieder eine Bergfalte und eine Talfalte. Und das habe ich mir kräftig gebügelt. Ja, hier habe ich diesmal das Bügeleisen zur Hand genommen. Solche scharfen Kanten kriege ich nicht mit dem Finger hin. Also ich zeige euch das nochmal, wie das aussieht. Das ist meine rechte Stoffseite, ne? Und dann sieht das hier aus wie ein M. Das klappe ich nun zusammen. Klappe dann den oberen Teil einmal nach hier unten um, sodass diese Kante von der
vom oberen Teil hier unten mit den ganzen anderen Knickkanten aufeinander liegt. So. Und dann nähe ich mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal hier links über die Seite drüber und einmal hier rechts über die Seite drüber. Die Nahtzugaben habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten und hier die Ecken habe ich so schräg zurückgeschnitten. Dann einmal wenden. Wenn ihr dann hier so angekommen seid, dann müsst ihr nochmal hier reingreifen und das nach innen stülpen und jetzt hier nochmal die Ecken schön ausformen. Und das war's auch schon, was wir an der Nähmaschine machen müssen. Bevor ich mir nun noch die Druckknöpfe hier anbringe, bügele ich erst nochmal drüber. Den Druckknopf im Deckel habe ich einmal mittig und 2 cm von dem Rand entfernt angebracht. Dann klappe ich nun mein kleines Täschchen zu und zwar so, dass der obere Rand hier bündig mit dem unteren Rand ist. Wie ihr seht, könnte ich das sogar noch weiter zuklappen, aber das ist ja blöd und so möchte ich es auch nicht, sondern ich mache das wirklich hier unten mit dem Rand bündig. Drück dann einmal fest hier drauf. Dann sehe ich nämlich, wo ich meinen anderen Druckknopf positionieren muss. Und jetzt ist es ganz wichtig, nur durch diese obere Lage, nicht, dass ihr noch hier durch die zweite Lage oder noch hier hinten durchstecht, sondern wirklich nur durch die obere Lage. Sonst passt ja dann hier nichts mehr rein. Jetzt habt ihr quasi euer Täschchen zugetackert. Und da bringt ihr euer Gegenstück an. Ich mache die erst so 5-6 Mal auf und zu. Dann haben die sich eingegroovt quasi. Und dann gehen sie hinterher immer besser auf und zu. Ja, das war's. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ratzifatzi ist das kleine Kartenmäppchen hier von der Maschine gehüpft. Dann halten wir heute das Outro mal genauso kurz und knackig wie das Tutorial-Video. Wenn ihr noch ein paar Nähinspirationen braucht, könnt ihr auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern, natürlich auch beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.